Ey, scheiß Beschreibung hier. Na. Ich muss mal kurz ein bisschen Kaffee trinken nebenbei. Hier, lest das mal selbst. Ich glaube, jetzt hat man mich die ganze Zeit schlucken gehört. Finde ich ganz furchtbar, so Schluckgeräusche. Also von Getränken jetzt. Also, einen auf lässig. Du willst nur nicht zugeben, dass mein Rätsel dir die Socken ausgezogen hat. Meiner Meinung nach sollten Sie nicht zu viel darüber nachdenken. Oh, wir haben einen Tee bekommen. Na, Schnurrbart, jetzt stehst du ja immer noch hier rum. Schnurrbart, eigentlich sind wir ziemlich in Eile. Vielleicht ein andermal. Tschö. Können wir nicht hier hoch? Ich dachte, wir gehen da hoch. Gibt's hier jetzt neue Hinweise? Ups. Diese fucking Maus, Alter. Es täte mich ja echt nicht wundern, wenn die dafür verantwortlich ist, dass sie das immer abstürzt. So. Nur endlose Reihen von Wohnhäusern, alt klar. Wir sollen zur University, aber hier gibt's vorher noch ein schönes Rätselchen. Hallo da, junges Gemüse. Was kann ich euch Gutes tun? Da vorne ist eine Bushaltestelle, ja? Und die Busse verkehren auch noch, oder? Natürlich, hier sind mehr Busse unterwegs als Stechmücken im Tropendschungel. Was für eine seltsame Frage. Exzellent! Haben Sie das gehört, Professor? Londons Busse fahren wie eh und je. Das habe ich vernommen, Luke. Deine Begeisterung ist durchaus nachzuvollziehen. Aber das ist noch lange kein Grund, den guten Mann hier derart zu verstören. Unfassbar! Ich habe ja noch nie jemanden getroffen, der so heiß darauf ist, in einen Bus zu steigen. Nur wenn du Busse so magst, wirst du dieses Rätsel hier lieben. Rätsel 45. Wie viele fahren mit? Neulich war ich in einem Doppeldeckerbus unterwegs und hielt einen Plausch mit dem Kontrolleur. Der Mann erzählte mir, dass, mich eingeschlossen, im unteren Stock des Gefährts 25 Fahrgäste wären und im oberen Stock noch einmal 40% der Fahrgäste von unten. Wie viele Leute waren also insgesamt im Bus? Also wir sitzen unten und mit uns sind es 25. 40% davon sind 10. Das heißt, oben sitzen 10, unten sitzen 25. Sind 35. Jetzt ist es ein 30-Picarat-Rätsel, also wird 35 nicht die Antwort sein. Denn jetzt ist die Frage, zählt der Kontrolleur auch als Fahrgast? Zählt der Busfahrer als Fahrgast? Wie viele Leute waren insgesamt im Bus? Da ist jetzt schon gar nicht mehr von Fahrgästen die Rede. Also würde ich jetzt mal ganz voller Hochmut, würde ich jetzt einfach mal 37 eintippen. 35 Fahrgäste, ein Kontrolleur, ein Busfahrer. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wie wäre es hiermit? Nice. Ich wusste es. Ich wünschte, ich könnte dieses laute Schnacken machen, ey. Genau, Busfahrer und Kontrolleur. Herrlich. Nice. Sehr, sehr nice. Weißt du, ich selbst bin verrückt nach Bussen. Meine Favoriten sind die Londoner Doppeldecker. Doppeldecker. Bus zum Einsteigen gefunden. Quite not. Quite not. Die Schiffe scheinen geschlossen zu sein. Gebäude wird zur Abendstunde geöffnet. Die labern also noch dasselbe wie vorhin. Und wir haben hier wahrscheinlich was Neues. Im Bilderbuch zumindest und auch im Tagebuch. Drei Aufkleber noch. Und wir haben Notizen zum Lesen. Zurück in unsere Zeit. Es scheint, dass die gigantische Uhr in Tickleys Geschäft einen Zeittunnel öffnet. Kein Wunder, dass Tickley und seine Gattin nicht gerade von meinem bösen Widersacher eingenommen sind. Schließlich hat dieser sich ihres Ladens mit Gewalt bemächtigt. Daher überrascht es nicht, dass Tickley uns helfen will, indem er uns in unsere Zeit befördert. Und erster Halt mein Büro. Die Stadt, die uns beim Verlassen des Uhrengeschäfts willkommen hieß, ist jenes altbekannte London, welches wir kennen und lieben. Aber uns bleibt keine Zeit für nostalgische Empfindungen. Ich muss erst in mein Büro, bevor wir Inspektor Jamie einen Besuch abstatten. Und ich frage mich sowieso, in den letzten beiden Teilen war er nicht der hilfreichste von allen Zeitgenossen. So. Alt klar. Dann gehen wir hier hin und fahren Bus.
Sogar das Auto ist noch da. Oh, und hier gibt es noch ein Rätsel. Plötzlich hat jeder ein Rätsel für uns. Hallo, ihr jungen Hüpfer. Sicherlich habt ihr bereits einige glänzende, tolle Hinweismünzen gefunden, ja? Ja, und die Expertise, die sie mit uns geteilt haben, hat dabei keine geringe Rolle gespielt. Entzückend. Ich freue mich, dass ich behilflich sein konnte. Und wo bleibt der Dank? Rück sofort damit heraus. Aber natürlich, bitte entschuldigen Sie, dass wir Ihnen nicht vorher angemessen gedankt haben. Wir wissen Ihren Rat bezüglich der Hinweismünzen sehr zu schätzen. Ja, danke. Wir hätten Sie nie gefunden ohne die Hilfe einer solch weisen, alten Dame wie Ihnen. Oder Schnurrbart. Ein kleines Momentchen, Rotzlöffel. Wen nennst du hier alt? Man nennt mich nicht umsonst die flotte Florence, weißt du? Ich bin immer noch fett wie ein Turnschuh. Entschuldigen Sie, Florence, ich hatte nicht die Absicht, Sie als alt zu bezeichnen. Ich weiß, dass Senioren ein wenig sensibel sind, wenn ihr Alter zur Sprache kommt. Senioren, ich und alt, du willst es einfach nicht begreifen, oder? Anscheinend muss ich dir die Leviten lesen, wie man es anno dazumal tat, und zwar mit einem Rätsel hier, direkt ins Gesicht. Rätsel 46, ein herzlicher Gruß. Ich bin zwar die flotte Florence, jung und frisch wie der Frühling, aber selbst in meinem zarten Alter kann ich schon auf viele schöne Erfahrungen zurückblicken. Und vor Verehrern konnte ich mich sowieso noch nie retten. Seht mal, hier ist ein Bild von mir vor wenigen Jahren mit drei feschen Herren. Kurz nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, gestand mir einer von ihnen seine Liebe und zeigte mir ein Herz. Von welchem der Herren ist die Rede? Vor wenigen Jahren mit drei feschen Herren und zeigte mir ein Herz. Okay, ist es verständlich, wenn ich überhaupt nichts damit anfangen kann? Ich bin völlig überfragt gerade. Kurz nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, gestand mir einer von ihnen seine Liebe und zeigte mir ein Herz. Ja, ich weiß nicht, ist einer von denen irgendwie Internist oder Chirurg? Okay, es ist wieder so ein Rätsel, wo man ganz schnell ganz viel Pikarat verlieren kann. Ich meine, wir haben viele Hinweismünzen, aber ich würde sie trotzdem gerne sparen. Also, schau dir die Gegenstände genau an. Na, der eine hat ein Notenheft in seiner Hand, der andere hat Rosen in der Hand, aber das ist vielleicht etwas zu offensichtlich. Und der nächste spielt etwas. Schau dir diese Gegenstände genau an. Anscheinend ein Notenheft, ein Blumen, ein Rosenstrauß und eine Geige oder Violine. Bezeichnet das eigentlich dasselbe? Ich habe davon keine Ahnung. Ist ja nur so, dass ich mal ein Jahr in der Musikschule gearbeitet habe. Aber da habe ich in der Verwaltung gearbeitet und nicht so viel mit Instrumenten zu tun gehabt, außer sie von A nach B zu transportieren zum Beispiel. Also des Rätsels Lösung ist in einem der Gegenstände. Jetzt versuche ich gerade, mir einen Reim darauf zu machen, was an einem Musikheft, an einem Rosenstrauß und an einer Geige der Hinweis ist. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ein Herz zeigen, theoretisch kann eine Abbildung irgendwie von einem Herz in dieser Zeitschrift sein, ne? Das kann doch nicht der mit den Blumen sein. Das ist doch viel zu offensichtlich. Da wäre es doch kein 30-Pikarat-Rätsel. Also ich würde jetzt am ehesten wahrscheinlich auf A gehen, ne? Aber um Pikarat zu kriegen. Auf keinen der Gegenstände, die der Fair ist, ein Herz gemalt. Irgendwie muss er flugs ein Herz gemacht haben. Aber wie? Ja gut, ein Herz aus etwas machen geht am ehesten, glaube ich, mit Papier. Oder mit der Verpackung von den Blumen.
Aber wahrscheinlich nicht mit einer Geige. Es sei denn, er zersägt sie. Ich kann jetzt hier nicht bei so einem Rätsel drei Hinweismünzen verballern, das geht nicht. Ich nehme jetzt A, weil man... für mich ist es am naheliegendsten, dass man aus Papier irgendwas bastelt. Hm, wie wäre es hiermit? Gut. Es hätte sonst wieder 15 Pickerad abzugegeben oder 20. Oh, na das ist ja toll. Ein tolles Herz. Ja, das war er mit der Zeitschrift. Er hat seine Zeitschrift zu einem Herz gefaltet und mir so seine Liebe gezeigt. Eine wirklich originelle Idee, nicht wahr? Ach, damals gab es eben noch echte Charmeure. Naja, es geht so, ne? Da war die Musiknote, die Achtelnote da vorne drauf natürlich schon ein bisschen wirr. Ein bisschen verwirrend. Na gut. Ihr beiden seid ganz schöne Rätselhaudegen, das muss man euch schon lassen. Das Kompliment erfreut uns umso mehr, als es von einer hinreisenden Dame wie Ihnen kommt, Madame. Ich hoffe doch sehr, dass sich unsere Wege in Kürze wieder kreuzen werden. Ach, jetzt treiben Sie mir ja die Schamesröde ins Gesicht. Röde, Sie dürfen gerne Süßholz raspeln, aber ich bin eine verheiratete Frau, müssen Sie wissen. Es scheint, dass unsere Freundin ein Auge auf Sie geworfen hat, Professor. Noch heiß, noch zwei Aufkleber. Gentlemen beim Vornamen nennen. Weiß gar nicht, wie wir heißen. Fahren wir zuerst zu meinem Büro. Mal sehen, welcher Bus fährt zur Gressenheller Universität? Ich möchte nach Scotland Yard. Ich kann gar nicht. Universitätscampus soll dies dein Ziel sein? Die altehrwürdige Universität, an welcher der Professor lehrt. That seems interesting. Ich muss zugeben, dass ich durch das viele Zeitreisen ein wenig durcheinander gekommen bin. Was genau wollen wir im London unserer Zeit erreichen? Oho, bist du verwirrt, mein Junge? Ich auch. Ich habe ein Loch im T-Shirt. Und schmutzig ist das. Oh, ich kann nicht mehr essen, ey. Alles voller Spritze. ich kann es dir nicht verübeln. Naja, es passiert eben nicht jeden Tag, dass ich in die Zukunft reise und mein zweites Ich treffe. Ich könnte eine kleine Zusammenfassung unseres Falls ganz gut gebrauchen. In Ordnung, mal sehen, ob ich dich wieder ins Bild setzen kann. Gut, erinnerst du dich, wieso uns der große Luke in die Zukunft gerufen hat? Um den bösen Professor Layton aufzuhalten, richtig? Und von was genau wollen wir mein zukünftiges Ich abhalten? Ach ja, richtig, wir wollen Sie, ihn, daran hindern, seine Zeitreiseforschung zu vollenden. Präzise, und deswegen waren wir auch auf dem Weg nach Chinatown. Genau, jetzt fällt mir, wieder alles ein. Aber dann wurden wir aufgehalten. Sie wollten zuerst einige Fragen mit dem Inspektor klären. Aber zu jenem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass eine Rückkehr in unsere Zeit möglich ist. So gesehen hatten wir ja richtig gehend Glück. Was meinen Sie, Professor? Möglich. Möglich? Klingt, als grübelten Sie über etwas nach. Stimmt irgendwas nicht? Allerdings. Und es ist etwas, das wir hier näher untersuchen sollten. Ah, gleich sind wir an unserem Ziel angekommen. Lass uns in mein Büro eilen und danach statten wir dem Inspektor einen Besuch ab. Du hast dein Ziel erreicht, Universitätscampus. Ich möchte den Spielfortschritt sehr, sehr gern speichern. Auf die 1. Und bevor ich das mache, kleiner Aufnahmewechsel. So, und da sind wir und überschreiben den Speicherplatz schnell. Bei 7 Stunden 47. Und wir gehen ins nächste Kapitel. Kapitel 5. Der vergessene Fall. Aufstieg und Fall des Inspektor Chalmie. Ich muss in meinem Büro kurz etwas nachschauen. Danach suchen wir Inspektor Chalmie. Hello everybody und noch mehr neue Charaktere, als hätten wir noch nicht genug. Welch elysisch blauer Himmel. Ein herrlicher Tag. Und herrliche Hinweismünzen. Ich habe das Gefühl, wir finden sehr viele Hinweismünzen hier. Oder täuscht das? Aber guck mal, der Wachmann ist wieder da. Anscheinend läuft dort gerade die Physikvorlesung. Ja. Dann machen wir mal hier von links nach rechts. Rosalind. Da sind Sie endlich, Professor. Sie haben Ihre Vorlesung diese Woche ja schon wieder abgesagt. Lassen Sie mich raten, Sie sind wieder einem großen Mysterium auf der Spur? Hallo Rosalind. Ja, leider ist etwas sehr Dringendes dazwischen gekommen. Natürlich werde ich die Vorlesung so bald wie möglich nachholen.
Oh, kein Problem, Professor L. Solange ich meine Bewertung erhalte, bestehe ich nicht darauf. Na, 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 was ist denn das für eine Einstellung, Rosalind? Wenn Sie eine gute Note haben wollen, müssen Sie sich diese auch verdienen. Und da Ihr Thema schon feststeht, die Relikte von Cornwall, haben Sie ja genug bis dahin zu tun. Als Ihr Tutor bestehe ich darauf, mich wöchentlich zu Rate zu ziehen, bis Ihre Hausarbeit Form annimmt. Hihihi, natürlich sollte das nicht heißen, dass ich nicht an meiner Hausarbeit interessiert sei. Ich freue mich bereits sehr auf unsere gemeinsamen Sitzungen. Nicht jedes Mädchen hat das Glück, Privatunterricht vom berühmten Professor Layton zu erhalten. Ich wollte sagen, dass Sie in einer meiner Sprechstunden Rücksprache mit mir halten sollten. Oh, das brauchen Sie mir wirklich nicht zweimal zu sagen, Professor. Bis nächste Woche dann. Ich weiß ja nicht, was diese Frau im Schilde führt, aber seien Sie auf der Hut, Professor. Unsinn, mein Junge. Das bildest du dir alles nur ein. Machen Sie mir nichts vor. Sahen Sie nicht das Feuer in Ihren Augen? Sie ist ein Vamp. Was auch immer das bedeutet. Oh je. Crazy. Immer ein Mysterium auf der Spur. Professor L. Okay. Sind Sie nicht der Wachmann von der Zeitmaschinenvorführung? Was machen Sie denn hier? Nun, wahrscheinlich habt ihr, wie ihr wahrscheinlich selbst gemerkt habt, gab es damals ein paar Komplikationen. Als sich die Wogen geglättet hatten, entschied man sich, sich meiner zu entledigen. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Aber entschuldigen Sie bitte, mir ist ganz entfallen, mich angemessen vorzustellen. Ich... Bitte machen Sie sich keine Mühe. Dekan Delmona hat mich bereits unterrichtet. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen, Professor Layton. Ehrlich gesagt hoffte ich, Sie zu treffen, um Ihnen dieses Rätsel hier unterbreiten zu können. Na prima. Rätsel 47, 3 aparte Halunken und wieder 40 Pikarat. Über 40 Pikarat hatten wir bisher ja noch nicht. Zeugen haben 3 äußerst modebewusste Ganoven bei der Flucht erspäht. Jeder trug dieselben 3 Farben in unterschiedlichen Kombinationen. Die Oberteile der beiden Männer hatten dieselbe Farbe. 2 hatten weiße Hosen an. Der Dicke hatte eine weiße Kappe auf. Die Frau trug ein grünes Jackett. Berühre die Kleidungsstücke und ändere so ihre Farben, bis sie genau zu den Zeugenbeschreibungen passen. Okay, wir haben 3 Farben. Und das ist offensichtlich die Frau. Also. Dieselben 3 Farben in unterschiedlichen Kombinationen. 2 hatten weiße Hosen an. Der Dicke hatte eine weiße Kappe auf. Also das stimmt schon mal. Das heißt auch... Was heißt, Jeder trug dieselben 3 Farben in unterschiedlichen Kombinationen. Heißt das, dass jeder von jeder Farbe genau ein Kleidungsstück hatte? Wenn das so ist, müsste ihre Mütze ja rot sein. Oder? Die Oberteile der Männer hatten dieselbe Farbe. Okay, das heißt, einer von beiden kann definitiv keine weiße Hose anhaben. Weil sie hat ja eine weiße Hose an. Das geht nicht. Es haben ja 2 weiße Hosen an. Hatten dieselbe Farbe. Zwei hatten weiße Hosen an. Der Dicke hatte eine weiße Kappe auf. Die Frau trug ein grünes Jackett. Und die Kombinationen sind alle unterschiedlich.
Konnte die stimmen? Ich versuche es jetzt einfach mal. Es ergibt für mich so Sinn. Stimmen. Und es ist richtig. Geil. Das hätten wir. Ja. Und das Rätsel ist im Rätselindex. Einfach exzellente Arbeit, Professor. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Nicht der Rede wert. Ich fand es sehr erquickend. Und gibt's noch was Neues? Jetzt bin ich gleich um Hilfe. Ja, kein Ding. Für den King. Da finden wir sogar noch eine Hinweismünze. So, dann gucken wir mal schnell in den Koffer. Denn hier gibt's ja einen neuen Sticker. Und es fehlen noch zwei. Genau. Nice. So, der Papagei meldet sich einfach nicht. Ist ja super. Ne? Dann gehen wir mal rein. Guten Tag. Hinweismünzen bitte. Sieht so aus, als sei das Büro gerade nicht besetzt. So, dann haben wir hier in der Lampe noch eine Hinweismünze. Nicht gerade der schönste Ausblick in London. Ja, vielleicht nicht schön, aber zweckmäßig. Auf den Fluren toben ist hier wohl streng verboten. Ich dachte, dafür bist du zu alt. Bist auch ein reifer, junger Mann jetzt mittlerweile. Können wir hier schon weitergehen? Nö, wir müssen mit ihm reden. Cool. Das ist also der Dekan Delmona. Delmona. Herschel, mein Junge, ich habe nach Ihnen gesucht. Guten Tag, werter Dekan. Hat man Sie denn nicht über meine Abwesenheit benachrichtigt? Ja, ja, doch, alles in Ordnung. Deshalb suche ich Sie auch nicht. Ihre Kompetenz ist vielmehr in einer anderen Angelegenheit vonnöten. Na, wenn das so ist, bitte unterweisen Sie mich, wie ich Ihnen behilflich sein kann, Dekan. Kommen Sie näher, mein Junge. Was ich zu sagen habe, ist delikater Natur. Ein kleines Geheimnis. Die Sache ist die, dieses Rätsel hier kann ich verzweifelterweise nicht alleine lösen. Meine reizende Enkelin hat es mir gestellt, aber ich werde um alles in der Welt daraus nicht schlau. Ich verstehe, dass dies durchaus zu leichter Irritation führen kann. Leichte Irritation? Ja, und das ist noch nett ausgedrückt. Wie soll die Kleine denn zu ihrem weisen Opi aufblicken, wenn ich an so einer Lappalie scheitere? Erwiesenermaßen ist das eine ernste Problematik, Hirsche. Es hört sich durchaus danach an, verehrter Dekan. Mit Verlaub. Also kann ich mit Ihrer Verschwiegenheit und Ihrer Hilfe in dieser, Affäre rechnen, aber selbstredend. Schieß los! Rätsel 48, das Tausendstel. Hier wurde mit Streichhölzern der Text 100M gelegt. Entferne eines der Hölzer und bewege es in den Mülleimer, um diese Länge auf ein Tausendstel zu reduzieren. Ein Tausendstel. Also ein Tausendstel von 100 m. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 100 Meter heißt. Wären 10 wären 10 Zentimeter. So sollte es stimmen. Easy going. Ganz und sowas. Wie ich vermutete. Sowas kriegt ein Dekan nicht raus. Rätsel 48 ist im Index. Oho, Rika! Meine Enkelin wird entzückt sein, wie weise und schlau ihr Großvater doch sein kann. Ich bin erfreut, sie aus dieser misslichen Lage befreit zu haben, hochgeschätzter Dekan. Gleichermaßen. Nota bene. Also, würde ich jetzt mal sagen. Oder. Weiß ich, es klingt für mich. Spanisch, Italienisch. Ich. Ach, weißt du, Fremdsprachen, da bin ich auch so ein. Naja. Mal abgesehen von ein paar französischen Grundlagen bin ich da eher nicht bewandert. Was eigentlich schade ist. Herschel, ich würde Sie um eine weitere Gefälligkeit bitten wollen. Aber gewiss, was kann ich noch für Sie tun? Es versteht sich von selbst, dass wir diese Angelegenheit unter uns behalten, ja? Aber natürlich, schließlich haben Sie doch Ihr Ansehen, bei Ihrer Enkelin zu bewahren.
Hoho, scharfsinnig wie immer. Und was ist mit Ihnen, junger Mann? Wissen Sie ebenfalls zu schweigen? Wie ein Grab, verehrter Dekan. Großartig, ich bin Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Nur eine Sache noch, Herschel. Vorhin war eine junge Dame hier, die nach Ihnen suchte. Ich habe sie in ihr Büro geschickt. Sie sollte dort auf Sie warten. So, so. Oh, Sie meinen bestimmt Flora. Flora, die erst noch. Da schläft doch wer. Das Schnarchen hört man bis hier. Bis hier. So, na dann treten wir mal ein.